Vulkane der Superlative. Manchmal kommt der Tod schnell und lautlos. Die gefährliche Schönheit der Supervulkane. Eine Explosion so stark wie 500 Atombomben. Und den Swissmade, der Jahrhundertfund von Gotthard. Der Crater Lake im US-Bundesstaat Oregon. Hier ereignete sich vor rund 7700 Jahren eine riesige vulkanische Explosion. Die größte der letzten 10.000 Jahre. Nach seiner Eruption kollabierte der Vulkan in eine Caldera, die sich im Laufe der Jahre mit Wasser füllte. Mit einer Tiefe von 600 Metern ist es einer der tiefsten Seen der Welt. Geology is in fact one of these things that you think has happened and now it's stationary. Viele glauben fälschlicherweise, Geologie sei einmal geschehen und heute sei die Erde ruhend. Tatsächlich geschieht einfach alles in der Geologie relativ langsam. Berge falten sich langsam hoch und erodieren auch wieder langsam. Von Zeit zu Zeit gibt es aber Impulse, große Erdbeben, die Tsunamis auslösen und Küstengebiete verwüsten. Es ist ein Paradox. Einerseits ist die Geologie sehr, sehr langsam und andererseits sehr dramatisch und schnell. Im Norden Kaliforniens, durch die Bundesstaaten Oregon und Washington bis ins südliche Kanada hinein, zieht sich eine Kette von Vulkanen, die man die Kaskadenkette nennt. Die Kaskadenvulkane sind Schichtvulkane. Sie sind ziemlich steil und ihre Eruptionen sind explosiv. Sie produzieren eine Mischung aus Lavaströmen, Asche- und Glutwolken und pyroklastischen Strömen. Weil sie von Schnee und Eis bedeckt sind, können auch kleinere Eruptionen sogenannte Lahars auslösen. Das sind Schlammströme, die große Distanzen durch angrenzende Täler zurücklegen können und nahegelegene Ortschaften bedrohen. Das ist vielleicht das größte Risiko. Diese Vulkane entstehen hier, weil sich vor der Küste dieser Region ein Teil der ozeanischen Platte unter die nordamerikanische Kontinentalplatte schiebt. Wenn sich diese Platte etwa 100 Kilometer unter Nordamerika befindet, werden Teile davon aufgeschmolzen, woraus sie als flüssiges Gestein, als Magma, durch die Erdkruste hochsteigen und dort für die Bildung dieser Vulkane sorgen. Der Mount St. Helens im US-Bundesstaat Washington ist der bekannteste Vulkan der Kaskadenkette. Er liegt relativ abgelegen zwischen Seattle und Portland in einer eigentlich von Natur aus waldreichen Gegend. Hier hat sich eine der größten Naturkatastrophen des 20. Jahrhunderts ereignet. Wir befinden uns etwa 14 Kilometer nordöstlich von Mount St. Helens im Einzugsgebiet der Explosion vom 19. Mai 1980. Alle Bäume hier wurden von einer gewaltigen seitwärts gerichteten Explosion entwurzelt. Der gesamte Boden mit seiner Vegetation wurde anschließend unter einer 1 Meter dicken Ascheschicht begraben. Alles Grün, was Sie heute hier sehen, ist also in den letzten 27 Jahren gewachsen. Was grau und tot war, ist heute wieder grün, fruchtbar und voller Leben. Die Eruption des Mount St. Helens 1980 war eine großartige Gelegenheit für einen jungen Wissenschaftler, hier eine Karriere zu beginnen. Es geschahen sehr komplexe und große Störungen in Landschaft und Natur. Als ich 1980 hierher kam, habe ich Bestandesaufnahmen an vielen verschiedenen Orten rund um den Vulkan gemacht. Seit 27 Jahren, mehr als die Hälfte meines Lebens, komme ich jedes Jahr zurück und sehe, wie die Pflanzen und Tiere wieder zurückkehren. Auch Tom Pearson, Geologe im Dienste der US-Regierung, war Zeuge der dramatischen Ereignisse im Frühjahr 1980. Der US Geological Survey und andere Geologen wussten, dass eine Eruption bevorstand, eine große Eruption. Alle Zeichen deuteten darauf hin. Eine Postkartenidylle. Aber sie täuscht. Mhm.
Mount St. Helens war ein nahezu perfekt geformter Kegel. Weil er so pittoresk war, verglichen ihn viele mit dem Fuji in Japan. Am Nordfuß des Berges gab es einen wunderschönen See, den Spirit Lake, in dem sich der Berg spiegelte. Menschen kamen von überall her, um hier Ferientage zu verbringen. Es handelte sich wirklich um einen sehr schönen Vulkan. Im März 1980 wachte der Vulkan auf, nachdem er über ein Jahrhundert lang geschlafen hatte. Ende März kam es zu Erdbeben unter dem Berg. Wir konnten feststellen, dass von Ende März bis Anfang Mai Magma aus dem Erdinnern in den Vulkan hochstieg. Wir beobachteten auch, dass sich die Nordseite des Berges zu bewegen begann. Mitte Mai wölbte sich die Nordflanke jeden Tag um mehrere Meter nach außen. Wir wussten, dass sich der Druck weiter aufbaute und die große Eruption noch bevorstand. Deshalb war für die Geologen wie auch für die Öffentlichkeit klar, dass etwas Großes kurz bevorstand. So what happened on May 18th, um 8.32 Uhr am 18. Mai kam es zu einem Erdbeben unter dem Vulkan und dieses Beben destabilisierte die ganze Nordflanke des Berges. Dieser Bergsturz war wie das Entkorken einer Champagnerflasche. Auf einen Schlag entlud sich der Druck, der sich im Innern des Vulkans aufgrund des Magmas und der darin enthaltenen Gase angestaut hatte. That explosion then occurred over the next few minutes as these bubbles were forming, as the magma was degassing. In den folgenden Minuten entgaste die Magma und es kam zu einer enormen seitwärts gerichteten Explosion, die hunderte von Quadratkilometern im Norden verwüstete. Hundreds of square kilometers and literally devastated that whole area. Die Geschwindigkeit, mit der diese Explosionswolke über die Landschaft fegte, erreichte beinahe 1000 Stundenkilometer. Und obwohl es nur eine Wolke aus Staub, Gestein und Schutt war, reichte diese Geschwindigkeit aus, um Bäume buchstäblich zu entwurzeln und zu zersplittern und sie viele Kilometer weit zu transportieren. Die Explosion tötete viele Menschen. Die meisten der 57 Todesopfer starben bei dieser Explosion. Die Explosion ereignete sich in den ersten 3 Minuten. Danach kam es zu einer Eruption, die fast den ganzen Tag anhielt. Dieser Ausbruch führte zu einem enormen vertikalen Ascheausstoß und diese Aschewolke reiste dann rund um den Globus. Noch 500 Kilometer südlich wurde es in ganzen Städten mitten am Tag dunkel. Dunkel wie um Mitternacht. Die Straßenbeleuchtung ging an und Asche fiel vom Himmel. Aufgrund des Bergsturzes kam es zu einer enormen Glut- und Schlammwolke, die sich 27 Kilometer weit in das Tal wälzte. Das ganze Tal wurde zugeschüttet mit Material, das vorher den Gipfel des Vulkans gebildet hatte. Die ganze Landschaft wurde sterilisiert, weil dieses Material ja aus dem Berginnern kam und keinerlei pflanzliche Substanzen enthielt. Die Explosionshitze und der Zusammenbruch des schnee- und eisbedeckten Berggipfels führt zu einem Lahar. Unmengen von Wasser stürzten in einer riesigen Schutt- und Gerölllawine talwärts und rissen alles mit sich, was im Weg stand. Im Verlauf des Tages wurde dieser Lahar immer größer und zerstörte Häuser, Straßen und selbst 50 Kilometer weit entfernte Brücken.
Hier, wo ich sitze, haben wir einen guten Blick auf das ehemalige Flusstal, wo der riesige Bergrutsch die Schuttlawine herunterkam und das Tal hunderte von Metern zuschüttete und auffüllte. Noch viele Kilometer von hier wurde das Tal von einer 50 bis 100 Meter dicken Schuttlawine zugeschüttet. Die Explosion war über 500 Mal so stark wie die der Hiroshima-Atombombe. Über 600 Quadratkilometer Wald wurden entwurzelt. Wer sich dort aufhielt, starb sofort. Wie auch der Fotojournalist Reed Blackburn, der in seinem Auto Schutz gesucht hatte. Doch trotz aller Zerstörung kehrte Leben sehr schnell in die verwüstete Landschaft zurück. Die vielleicht wichtigste Schlussfolgerung ist, dass Leben fast unverwüstlich ist. Selbst in die absolut sterile, tote Landschaft kamen die ersten Organismen innerhalb weniger Tage wieder zurück. In vielerlei Hinsicht repräsentiert Mount St. Helens für mich deshalb auch Hoffnung. Wir sahen eine Landschaft, die einer enormen Zerstörungskraft ausgesetzt war und für die es scheinbar wenig Hoffnung gab. Und wir glaubten, es werde Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte dauern, bis sich das Ökosystem erholen würde. Stattdessen begann der Erneuerungsprozess innerhalb von Stunden, zum Beispiel in diesem See. Unter dem Eis überlebten Libellen und Eintagsfliegenlarven, Frösche und Salamander. In anderen Gewässern Fische. Als das Eis schmolz, füllte sich das Wasser mit der darüberliegenden Asche und es kam zu einem Rückgang der Populationen. Aber sie starben nicht aus, sondern erholten sich. Amphibien florierten sogar. Das war eine große Überraschung. Das einstmals so beliebte Ausflugsziel am Fuß des Vulkans, Spirit Lake. Was hier geschah, war phänomenal. Im Mai 1980 kam es zum größten Bergrutsch in der Geschichte. Die ganze Bergspitze von Mount St. Helens rutschte in den See und das ganze Wasser spritzte in einer gigantischen Welle hoch. Als das Wasser wieder zurückschwappte, brachte es die ganze Erde und die Bäume mit sich zurück in den See. Seit 27 Jahren schwimmen diese großen Baumstämme jetzt im Wasser. Das ist der einzige solche See in der Welt. Seit 2004 ist der Berg wieder aktiv und fördert in seinem Kraterinnern Lava. Heute sieht der Vulkan ganz anders aus. Er hat 500 bis 600 Meter seiner ursprünglichen Höhe verloren. Seine ganze Nordflanke ist weg. Und stattdessen sehen wir einen großen, hufeisenförmigen Krater. Es ist die Narbe, die der große Bergsturz hinterlassen hat. Im Inneren des Kraters liegen zwei große Lavakegel. Der erste hat sich zwischen 1980 und 1986 gebildet, als Ausläufer der Eruption von 1980. Dann war 18 Jahre lang Ruhe. Und 2004 begann sich der zweite Lavadom zu bilden. Und der bricht immer noch aus. Mount St. Helens ist aktiv, aber es handelt sich gegenwärtig um eine ziemlich gutmütige Eruption. Und er ist weit entfernt von den großen Bevölkerungszentren. Der Vulkan, der uns am meisten Sorgen bereitet, ist Mount Rainier. Es ist der größte der Kaskadenvulkane, mit viel Eis und Schnee auf seinen Flanken. Und er liegt nahe bei großen Ortschaften. Selbst ein kleiner Ausbruch könnte massive Zerstörungen zur Folge haben. So idyllisch der über 4000 Meter hohe Mount Rainier auch wirkt, heiße, saure Gase haben sein Gestein porös und instabil gemacht. Ein großer Ausbruch könnte selbst die nahegelegene Großagglomeration von Seattle und Tacoma bedrohen. Weil sich Vulkane eigentlich immer in seismisch aktiven Zonen befinden, kommt der Erdbebenbeobachtung große Bedeutung zu. Denn Vulkanausbrüche kündigen sich fast immer an.
In den letzten Jahren hat die Bedeutung des Begriffs der vulkanischen Unruhe im Zusammenhang mit Prognosen zugenommen. Heute wird mehr darüber geforscht als über die Eruptionen selbst. Normalerweise gehen einer Eruption Monate oder zumindest tagelange unruhige Phasen voraus. Wenn wir die Aktivitäten eines Vulkans präzise und umfassend messen, dann stellen wir fest, dass fast jeder Eruption eine Phase erhöhter Unruhe vorausgeht. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man nichts Ungewöhnliches beobachtet und es dann plötzlich zu einem Ausbruch kommt. Es gibt auch sehr glaubhafte Indizien dafür, dass große tektonische Erdbeben in der Nähe eines Vulkans dessen Magmakammern so stören können, dass dadurch eine Phase erhöhter Unruhe eingeleitet wird. Vor dem Ausbruch des Mount Pinatubo 1991 auf den Philippinen gab es einige Monate vorher ein ziemlich großes tektonisches Erdbeben. Man spekuliert, dass dies letztlich der Auslöser der einige Monate darauf folgenden Eruption war. For a full-scale eruption. 311 Jahre war der Pinatubo ruhig, bis er am 12. Juni 1991 ausbrach. Die Auswirkungen der gewaltigen Eruption waren weltweit spürbar und führten zu einem globalen Temperaturabfall von 0,5 Grad. Die erfolgreiche Voraussage des bevorstehenden Ausbruchs durch den US Geological Survey führte zur Evakuierung von Zehntausenden Menschen in seinem Umkreis. Wir konnten den Ausbruch des Pinatubo auf 24 Stunden genau vorhersagen, aufgrund der Erfahrungen, die wir am Mount St. Helens gemacht hatten, wo der Eruption, Erdbeben, Deformationen des Vulkans selbst und Veränderungen in der Zusammensetzung der ausgestoßenen Gase vorausgingen. Trotzdem starben 875 Menschen beim wohl größten Vulkanausbruch des 20. Jahrhunderts. Ohne die Erfahrungen mit dem Mount St. Helens wären es Zehntausende gewesen. Der Yellowstone-Nationalpark liegt weit im Landesinneren der USA, an der Schnittstelle der Bundesstaaten Wyoming, Montana und Idaho. Well, of course, Yellowstone is in fact a volcano. Yellowstone ist ein sehr großer Vulkan. Es gibt ihn, weil sich hier im tieferen Erdmantel eine Zone thermischer Anomalie befindet. Dieser sogenannte Hotspot führt dazu, dass sich unter der Oberfläche eine riesige Magmakammer gebildet hat, die für die vulkanischen Aktivitäten sorgt. Eruptionen in Yellowstone sind einerseits sehr klein, kleinere Dampfexplosionen, überkochendes Wasser. Andererseits kommt es alle paar hunderttausend Jahre zu katastrophalen Eruptionen, sogenannten Supervulkaneruptionen, bei denen viele Kubikkilometer Material in die Atmosphäre geschleudert werden, was das Klima nachhaltig verändert. Sie sind der interessant zu studierende Höhepunkt aller vulkanischen Aktivitäten. Aber beten Sie, dass sich ein solcher Ausbruch nicht während Ihrer Lebenszeit ereignet. Die spektakulärsten Zeichen der andauernden vulkanischen Aktivitäten im Untergrund sind die zahlreichen Geysire, die regelmäßig ausbrechen und kochend heiße Wasserfontänen in die Luft spritzen. Nirgendwo auf der Erde sind mehr solcher Geysire zu finden als in Amerikas ältestem Nationalpark. Yellowstone ist einzigartig, weil er einer der größten aktiven Vulkane der Welt ist. Warum das so ist, sehen Sie hinter mir. Hier in Yellowstone haben wir der Welt größte Konzentration von Heißwasserquellen und Geysiren. All diese Hitze wird vom Vulkan gespeist. Viele Besucher erwarten hier einen typischen Vulkan vorzufinden, so wie den Vesuv, den Fuji oder den Mount Rainier. Sie fragen sich, wo denn der Vulkan sei.
Die letzte Eruption vor 640.000 Jahren hat über 1000 Kubikkilometer Magma freigesetzt. Danach ist der Untergrund eingesackt und hat eine riesige Caldera zurückgelassen. 86 auf 56 Kilometer. Jedes Jahr gibt es Hunderte, ja Tausende von Erdbeben in Yellowstone. Und der Erdboden hebt und senkt sich um mehrere Zehntel Meter. Daraus gewinnen wir ein Bild der Magmakammer, die unter Yellowstone liegt. So verstehen wir, was sich unter unseren Füßen abspielt. Yellowstone liegt auf über 2000 Metern über Meer und ist im Winter entsprechend schwer zugänglich. Als die ersten Trapper Anfang des 19. Jahrhunderts berichteten, was sie in Yellowstone gesehen hatten, wollte ihnen niemand so richtig glauben. Zu ungewöhnlich schienen die Phänomene, die sie beschrieben. Doch spätere Expeditionen bestätigten die frühen Zeugnisse. Und so erklärte der US-Kongress 1872 Yellowstone zum ersten Nationalpark der Welt. Und so kann man ausgerechnet im potenziell gefährlichsten Vulkan der Welt beobachten, wie das Leben im amerikanischen Westen wohl ausgesehen haben mag. Lange vor Ankunft der ersten europäischen Siedler. Doch angesichts der geologischen Zeiträume, die in Yellowstone sichtbarer werden als anderswo, scheint sowieso nur die Natur selbst von Dauer zu sein. In Yellowstone kam es zu drei katastrophalen Ausbrüchen. Jede dieser Eruptionen hat unseren Planeten insgesamt verändert. Große Teile des Westens Nordamerikas wurden von einer Schicht vulkanischer Asche bedeckt. Eine solche Explosion würde Transport- und Flugbewegungen verunmöglichen und das Klima des ganzen Planeten verändern. Wenn Sie sich die Eruption von Mount St. Helens auf Fotografien genau ansehen, dann werden Sie feststellen, dass eine Aschesäule vertikal hochsteigt und es dann noch einen pyroklastischen Strom gibt, der seitlich über die Flanke hinabstürzt. Auch in Yellowstone kam es zu sehr massiven pyroklastischen Strömen. Man kann ihre über 60 Meter dicken Ablagerungen auf den Hügeln hinter mir erkennen. Borobudur ist das größte buddhistische Monument auf der Erde. Ähnlich wie Pompeji lag es während Jahrhunderten unter vulkanischer Asche begraben. Es ist nicht bekannt, wann und warum es verlassen wurde. Möglicherweise war aber ein Ausbruch des nahegelegenen Vulkans Merapi dafür verantwortlich. Weil der Merapi nur rund 20 Kilometer von der 3-Millionen- Stadt Yogyakarta entfernt liegt, gilt er als einer der akut gefährlichsten Vulkane der Welt. Und dies nicht nur für die Bauern, die auf seinen fruchtbaren Flanken Landwirtschaft betreiben. Merapi ist eines dieser Biester. Wenn er ausbricht, dann dauert das nicht drei Tage, sondern Jahre. Merapi gehört zu einer Klasse von Vulkanen, die Dome bildet. Das Material kommt langsam und gleichmäßig zur Oberfläche, wo es auf dem Gipfel des Berges eine fürchterlich unstabile Struktur bildet. Früher oder später sorgt die Gravitation dafür, dass dieser Dom kollabiert. Ein Stück des Berges fällt hinunter, das wiederum destabilisiert das ganze darunterliegende System, das heiß ist und unter Gasdruck steht. Wenn solche Teile des gasreichen Lavadoms zusammenbrechen, bilden sich fast augenblicklich die gefährlichen pyroklastischen Ströme. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 400 Kilometern pro Stunde rasen die lautlosen, bis zu 800 Grad heißen pulverisierten Gesteins- und Lavabrocken die Berghänge hinunter und vernichten alles Leben in ihrer Bahn. Merapi ist wissenschaftlich sehr wertvoll. Hier können Sie 20 Eruptionen miteinander vergleichen
Und wenn Sie das sorgfältig analysieren, dann können Sie die Abfolge der Eruptionen interpretieren und lernen mehr über den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Am Institut für Erdwissenschaften der Universität München werden unzählige Lavaproben gesammelt und untersucht. Ihre Analyse erlaubt Rückschlüsse auf Eigenschaften und Verhalten der Vulkane. Wir müssen uns vorstellen, dass in einem Vulkan eine Schmelze in einem Schlot steht. Und eigentlich gibt es keinen Grund dafür, dass diese Schmelze explosiv reagiert. Außer wir haben einen Überdruck in der Porosität in diesem Material. Und wir haben in unterschiedlichen Vulkanen sehr unterschiedlich dichte Materialien vorliegen. Wir haben auf der einen Seite Bimse, also Material, Gesteinsmaterial, das schwimmt. Auf der anderen Seite Material, so wie hier Gesteine vom Merapi, die eine sehr hohe Dichte haben. Der Merapi gilt auch als sehr explosiv. Und die Frage, warum und wie ein Vulkan und wie das jeweilige Material, das er fördert, reagiert, ist natürlich ausschlaggebend davon, ob wir verstehen, wie explosiv er ist und wann er explosiv reagiert, auch wie er in der Zukunft reagieren wird. Es ist so, dass wir eine sehr große Menge an Versuchen in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Dekaden gemacht haben, um einen näheren Einblick in die tieferen Regionen der Erde zu bekommen. Aber wir sind mit Sicherheit noch weit davon entfernt, ein vollständiges Bild dessen zu haben, was unter unserem Fußboden abläuft. Wir haben den groben Überblick, aber die Details, die kennen wir noch nicht. Ganz in der Nähe des Merapi auf der indonesischen Hauptinsel Java befindet sich auch der Vulkan Bromo. Und von hier aus hat man einen einmaligen Blick auf die Vulkankette von Java. Wenn man in Java oben auf einem Vulkan steht, kann man normalerweise schon den nächsten sehen. Hier auf der Schnittstelle der Erdplatten gibt es geologisch gesehen sehr große Deformationen und man muss mit den Folgen großer tektonischer Bewegungen leben, wie uns das der Tsunami im Indischen Ozean gezeigt hat. Das Land selbst ist sehr jung und vulkanische Aktivitäten produzieren jedes Jahr neues Gestein. Es gibt mehr aktive Vulkane in Indonesien als in irgendeinem anderen Land. Und so gibt es immer irgendwo vulkanische Aktivität. Der Semeru, den man auch vom Bromo aus sieht, ist mit 3680 Metern der höchste Berg Javas. Seit 1967 ist er immer aktiv. Und etwa alle 10 Minuten stößt er eine Aschewolke aus. Java ist ein Paradies, außer wenn es schief geht. Weil das Land so fruchtbar ist, können die Menschen sich von einem kleinen Stück Land ernähren. Das Resultat war eine Bevölkerungsexplosion im 20. Jahrhundert. Schief geht es nur, wenn sich die großen Katastrophen ereignen, vulkanische und tektonische. Am frühen Morgen des 27. Mai 2006 ereignete sich im Umland des Merapi das tödlichste Erdbeben des Jahres. Beinahe 6.000 Menschen starben und über 1 Million wurde obdachlos. Und auch der Merapi reagierte kurzfristig mit erhöhter Aktivität auf das tektonische Beben. Ziel und praktische Anwendung unserer Arbeit ist es, das Leben mit Vulkanen berechenbarer zu machen. Es gibt viele Orte auf der Welt, wo die Menschen in unmittelbarer Nachbarschaft von Vulkanen leben. Und es ist unrealistisch, sie aufzufordern, wegzuziehen. Die Frage ist, wie sich die Auswirkungen auf Menschenleben, Kapital und Infrastruktur minimieren lassen. Die Naturwissenschaft hilft uns, die Vulkane zu verstehen. Aber die Sozialwissenschaften müssen die Frage beantworten, wie wir damit umgehen sollen. Und das ist eine schwierige Güterabwägung. Vulkane sind beinahe so alt wie die Erde selbst. Doch erforschen wir sie wissenschaftlich erst seit 150 Jahren. So gesehen bricht der Morgen unseres Wissens gerade erst an. Zumindest in geologischer Zeit. Sie sahen Vulkane der Superlative.
Die DVD Vulkane, die Filme mit ausführlichem Bonusmaterial wie den schönsten Vulkanbildern aus aller Welt ist erhältlich bei NZZ Format, über Internet, per Post oder Fax. Gleich anschließend in Swissmade, der Jahrhundertfund von Gotthard. Strahlen im Allgemeinen bedeutet für uns Kristalle suchen. Ja, man probiert das Buch der Natur zu lesen. Die verraten sich irgendwie im Fels drin, oder? Und ein guter Strahler probiert, das Buch zu lesen. Es gibt gewisse Zeichen, die darauf hindeuten, dass man eventuell etwas finden könnte. Das sind so Quarzadern, die quer zur Schichtung des Felsen verlaufen oder allgemein so Einschnürungen und so weiter. Aber manchmal hat man die besten Anzeichen und man findet trotzdem nichts. Also an dieser Stelle sind wir zuerst gemeinsam 1994 gekommen. Ja, das sind jetzt 14 Jahre, sind wir jeden Sommer 3 Monate Minimum da oben, oder? Ja, wir haben da einen Unterstand gebaut, wo wir uns häuslich niedergelassen haben. Und im Frühjahr, wenn wir hochgehen, dann gibt es 5, 6 Flüge Infrastruktur, von Kompressor über Stromaggregat, das ganze Werkzeugarsenal, Grundnahrungsmittel und letztendlich auch noch eine gute Flasche Wein. Ich hätte noch so einen Mattenhafer unter das Füttel. So haben wir dann nach 5, 6 Jahren haben wir gemerkt, dass wir etwas machen müssen für den Abtransport des Schuttes und haben ein Gleis gebaut, rund 20 Meter lang, eine Elektrowinde installiert und ja, so können wir den ganzen Abraum über die Felswand werfen. Also 2004 haben wir nach einer Phase von 2 Sommern, in der wir eigentlich sehr wenig gefunden hatten, sind wir dann auf eine Kluft gestoßen, die etwa 8 Meter lang war und maximum einen halben Meter hoch. Und da drin haben wir sehr, sehr schöne Rauchquarze gefunden. Und haben dann gedacht, das könnten wir eigentlich nicht mehr überbieten. Haben dann aber trotzdem im 2005 weitergearbeitet und sind dann nach einem ganzen Sommer hartem Arbeiten im Fels, oder sind wir dann auf den nächsten Hohlraum gestoßen und da haben wir dann wirklich die Kristalle gefunden, von denen man eigentlich nicht mal zu träumen wagt. Die leuchtet fast wie wir zwei, wo wir es gefunden haben. Und er hat gerufen, ja, ich glaube, jetzt haben wir es. Und da habe ich halt gemacht, ja! Dann haben wir gesehen, dass da eine Kristallgruppe drin ist, die gar nicht zu unserem Eingang raus mag. Die war zu groß. Im folgenden Jahr haben wir nur Zugang vergrößert und haben immer die Kristalle gesehen, die da endlich raus wollten. Das ist in der ganzen Menge ist das einmalig. Wir haben da 2,5 Tonnen Kristalle, die wir in einem Hohlraum gefunden haben. Dann sind 2 Spitzen dabei, die über 1 Meter lang sind. Und allgemein die Transparenz, die Perfektion der Kristalle ist einmalig. Und alles zusammen ergibt dann die Summe, dass man sagt, es ist weltweit einmalig. Stimmt das, Paul? Ja, wird schon. Die Kristalle sind jetzt irgendwo schon 18 Millionen Jahre auf dieser Welt und wir, wenn es gut geht, sind wir da 60, 70, 80 Jahre dürfen wir hier sein und die Kristalle werden auch noch da sein, wenn wir schon längst weg sind und es verändert das Denken, wenn man solche Sachen finden darf und die Perfektion sieht und die Großartigkeit, also da, man nimmt sich nicht mehr so wichtig.
Schnell haben wir uns auch entschieden, dass wir die Kristalle in der Schweiz lassen wollen, sie nicht irgendwie verkaufen möchten und sie irgendwo auszustellen, damit es das breite Publikum sehen kann. In Flüerlen am Vierwaldstätter See haben die beiden Strahler eine Dauerausstellung eingerichtet. Die Leute sind dermaßen berührt und fasziniert. Sie sind teilweise sprachlos. Viele Leute gehen mit Tränen in den Augen aus der Kirche und staunen ob der Größe dieser Prunkstücke. Oder das sind ja unerreichte Kunstwerke der Natur, die wir nichts anderes können als bestaunen.